2019 sind weltweit rund 1,3 Millionen Menschen an Infektionen mit Bakterien gestorben, die resistent gegen Antibiotika sind. Doppelt so viel wie um Malaria oder HIV gestorben sind. An einer aktuellen Studie schätzt, dass das Ziel bis 2050 auf 1,9 Millionen pro Jahr könnte klammern. Oh, Ziel mal kein. Doch, und es gehen auch noch mit pessimistischen Szenarien. Mit Antibiotika retten aber auch enorm viel Leben. Die Entdeckung unter anderem durch diese feine Kerl war ein wichtiger Schritt in der Medizin. Sie bekämpfen Infektionen wie zum Beispiel mit Streptokokkenbakterien bei einer Angine oder mit E. coli-Bakterien bei einer Blasenentzündung. Aber sie gehen auch präventiv zum Beispiel bei Operationen oder Chemotherapien angesagt. I'll be darned, that's amazing. Allerdings, mir an den letzten 30 Jahren haben sich immer mehr Bakterien verbreitet, die resistent gegen bestimmte Antibiotika sind. Natürlich gehen die des Antibiotika nicht mehr wirken. Verschiedene sind sogar gegen bald all antibiotikresistent, DAX Superbugs genannt. Oh, that's terrifying. Die WHO zählt Antibiotikaresistenzen zu den Top 10 Gefahren für die Weltgesundheit und auch für die EU als eine von den drei akutsten Bedrohungen. Wie viel werden stehen die überhaupt Resistenzen? Wie ist die Situation zu Lützburg? Und wo sind wir drum mit neuen Tratamenten? Bakterien sind winzig Mikroben, die uns bei vielem helfen, zum Beispiel als Dirsen zu verdauen. Aber pur können uns auch krank machen, ähnlich wie Viren. Mir ganz wichtig, Bakterien sind kein Viren. Und dafür helfen Antibiotika nicht bei viralen Infektionen, bei zum Beispiel die meisten Erkältungen sind. Wie du kommst mal schon ein Gedruckstrick. Genau wie Viren entwickeln sich Bakterien aber durch Mutationen in ihren Genen immer weiter für sie evolieren. Und heute sind Mutationen dabei, durch die sie Antibiotiken evolieren. Und so entstehen neue, resistente Bakterienstämme, die sich da löselös ausbreiten. Das ist ein natürlicher Prozess, den wir nicht verhindern können. Evolution. Wir wissen aber, was dieser Prozess beschleunigt, nämlich eine falsche oder übermäßige Konsumation von Antibiotiken. Wie schon gesagt, Antibiotiken retten viel Leben, aber leider wird ein Teil unnötig verschrieben. Zum Beispiel, wenn sie bei einer Grippe oder einer Erkältung verschrieben gehen, die durch Viren verursacht gehen. Antibiotiken wirken nicht gegen Viren. Das ist nicht das Gleiche! Oder wenn Antibiotiken aus wirtschaftlichen Gründen bei Nutztieren angesagt gehen. So können zum Beispiel deren auf mehr engem Raum und der Preis vom Fleisch niedrig gehalten gehen. An der EU darf seit 2006 übrigens kein Antibiotik mehr in Futter gemischt gehen, für die Wurstung von den Tieren zu fördern. Es wird aber ausnahmsweise noch gemacht, für die Ausbreitung von diagnostizierten Krankheiten in einer Tierpopulation anzudämmen. Zwischenfazit 1. Die Entwicklung von Resistenzen ist ein natürlicher Prozess, den wir nicht verhindern können. Die Überkonsumation von Antibiotika fördert es aber. Die gute Nachricht, die Konsumation von Antibiotiken ist zu Lützburg an den letzten 10 Jahren hochgegangen. Am Gesundheitssektor insgesamt im circa ein Viertel. Da liegen wir ungefähr beim EU-Durchschnitt. Tatsache ist, dass wir aber mengenisch nach Sputner oben haben. An der deren Haltung benutzen wir heute circa halb so viel Antibiotika wie vor 10 Jahren. Heuer ist Lützburg nur ein von den Ländern an der EU, der am meisten Antibiotika benutzt. Bald dreimal mehr wie Deutschland oder Belgien. Die sieht, dass gut geschafft gehen. Aber wie gesagt, es macht die Resistenzen aus. Denn Undelu Bakterien, die resistent gegen bestimmte Antibiotika sind, als heute zu Lützburg in den letzten Jahren stabil blieben oder leicht zurückgegangen. Mit ein paar Ausnahmen. Allerdings geht es heuer bis logisch begrenzt Daten dazu. Zu Lützburg geht der Trend also in die richtige Richtung. Wobei es auch Bakterienzüchter gehen, bei denen den Undel und resistente Bakterienstämme gegen bestimmten Antibiotiken nach immer heiges oder in die Luft geht. Zum Beispiel sind 50% von den E. coli-Bakterienstämmen resistent gegen den gängigen Antibiotik Aminopenicillin. Oh, that's not good. Resistenzen machen es also mehr schwer, häufig Infektionen zu treten. Die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen ist natürlich ein globales Phänomen. Und es gibt große Unterschiede von Land zu Land, was die Konsumation von Antibiotiken und die Entwicklung von Resistenzen betrifft. Europa scheint aber um gute Weg zu sein. Bei 50% von den untersuchten Bakterien Antibiotik-Koppeln hat sich den Anteil an resistenten Bakterien an den letzten 20 Jahren mehr oder minder stabilisiert. Bei 17% klimmt der Anteil weiter, aber bei 17% fällt er. Dazu Forscher an einer Überblicksstudie herausfand, die allerdings noch nicht peer-reviewed ist. WHO warnt aber für ein alarmantes Niveau von Resistenzen weltweit. Alarm!
Alarm! An Nordafrika, dem Mittleren Osten und Südasien gehen heute mehr wie doppelt so viel Antibiotika konsumiert wie nach 24 Jahren. Das ist natürlich einerseits gut für die Gesundheit von der Bevölkerung, aber da entwickeln sich auch neue Resistenzen, die sich in unserer globalisierten Welt überall verbreiten können. Zwischenfazit 2. Lützeburg konsumiert mehr Antibiotika wie 14 Jahre und die Entwicklung von Resistenzen ist zum Teil stabil. Global gesehen ist die Situation aber noch lange nicht im Griff. Auch für große Vorgemerke für Situationen unter Kontrolle zu bringen, wird die resistente Bakterien nie einfach verschwunden. Und damit kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt. Wir brauchen unbedingt neue Antibiotiken an oder Alternativen. An den letzten 50 Jahren kommen aber nur wenig neue Antibiotiken auf den Markt. Einerseits, weil es schwierig ist, noch neue zu finden, andererseits aber auch, weil es kein lukrativ geschafft ist. So, you need money. Ein Antibiotik wird bei einem Patienten dagsüst eine Woche angesagt, aus kommerzieller Sicht nicht lang. An allen neuen Antibiotiken wird für diese Mal bei einer Reservepflicht gesagt und wird nicht mehr da verschrieben, wo kein anderes Antibiotik mehr wirkt. Es gibt also kaum Verkauf. Und dann tauchen unter Resistenzen gegen neue Antibiotiken relativ sehr auf, heißt das sogar eher den Antibiotik auf den Markt kennt. Trotzdem muss sich nur neue Antibiotiken oder alternativen Tratamenten weitergehen. Auch zu Lützeburg schaffen Forscher und Alternativen zu Antibiotiken, wie zum Beispiel Immuntherapien, wo es eigene Immunzellen stimuliert gehen, Bakterien gezielt zu killen. Prepare to die. Schlussfazit. Wir stehen nicht für einen Weltuntergang durch Superbox, aber die Situation ist trotzdem echt. Die Entwicklung von Resistenzen bei Bakterien können wir nicht verhindern, aber wir können sie bremsen. Indem wir Antibiotika nicht mehr dann ersetzen, wenn es nicht anders geht. Und dazu können wir alle beitragen. Aber weiter um neue Antibiotika und Alternativen geforscht wird, da behalten wir am Kampf gegen Bakterien hoffentlich immer ein bisschen nur das Vier. Ein mehr ausführlichen Artikel zum Thema von dir auf science.lu. Merci fürs Zuschauen. Ciao, ciao.